Hallo, liebe Freunde des gepflegten Panzerfahrsports und willkommen zurück zu World of Tanks. King Tiger Captured, der vergessene Tiger im Spiel. Ein Premium-Fahrzeug auf Tier 7, ein schwerer Panzer und anders als man jetzt denken könnte, kein deutsches Fahrzeug im Sinne, dass es im Spiel in den deutschen Tech Tree oder halt ein deutsches Premium-Fahrzeug ist. Nein, es ist ein Amerikaner im Spiel. Es sagt im Grunde auch der Name King Tiger Captured. Es ist also ein Beutefahrzeug und dementsprechend ein amerikanischer Premium-Panzer auf Tier 7. Vereinfacht gesagt ist das ein Tiger 2, so wie er historisch korrekt ist, auch was die Bewaffnung angeht. Und als er damals ins Spiel eingeführt wurde, haben auch viele gesagt, naja, das ist eigentlich die Tierstufe, wo der Tiger 2 eigentlich hingehört. Er hat hier die 8.8er Bewaffnung, also die 8.8 KWK 43, ich glaube original dann noch L71. Und es ist im Grunde die Tiger 1 Kanone, die der Tiger 1 hier im Spiel auch besessen hat oder besitzt, nur vor dem Buff dieser ganzen deutschen Heavy-Reihe. Also mit einem 240er Alpha und nicht wie auf dem Tiger 1, einem 280er Alpha. Warum nun vergessen? Man sieht ihn relativ selten auf dem Schlachtfeld mittlerweile und meines Wissens sind auch die Möglichkeiten, sich ihn in die Garage zu stellen, relativ eingeschränkt gewesen und sind sie im Grunde immer noch, weil er nicht dauerhaft verfügbar ist. Eingeführt wurde er ganz ursprünglich über die Twitch Prime Pakete, die es monatlich gibt. Und damals, als Wargaming damit angefangen hat, war es so, dass man, wenn man Amazon Prime hatte, damit Twitch Prime, hat man halt monatlich ein Paket bekommen und auch wenn man das Paket abgeholt hat, auch monatlich diesen King Tiger Captured als Mietfahrzeug in die Garage bekommen. Das hat Wargaming irgendwann dann, ich würde sagen nach einem Jahr grob geschätzt, geändert und hat den Panzer aus diesen Twitch Prime Paketen rausgenommen. Er war dann, ich glaube, kaufbar für eine gewisse Zeit und ist dann im Grunde so ein bisschen verschwunden und war dann nochmal, und deswegen sehen wir hier diesen 3D-Stil, letztes Jahr erspielbar im Mirny-Event, also im Halloween-Event 2021. Und nun ist es ja so, dass Wargaming auch schon angekündigt hat, dass es dieses Jahr kein Mirny-Event geben wird. Es wird ein Halloween-Event geben. Was das genau sein wird, wie das aussieht, was es als Belohnungen gibt, ist Stand jetzt unklar. Aber Mirny werden wir dieses Jahr auf jeden Fall nicht wiedersehen. Den King Tiger Captured gab es damals dann auch mit einem historischen korrekten 3D-Stil. Den habe ich selber nicht auf meinem Account. Ich habe ihn auf jeden Fall nicht gefunden und deswegen fahre ich den King Tiger Captured hier mit diesem Mirny 3D-Stil, der natürlich auch absolute Geschmackssache ist. Panzerungstechnisch, habe ich ja schon gesagt, ist das im Grunde nichts anderes als ein Tiger 2. Ein Tiger 2, wie er historisch korrekt ist. Denn der Tiger 2, wie er im Tech Tree auf Tier 8 ist, wurde ja auch gebufft, verändert. Und da vor allen Dingen die Panzerung. Und die unterscheidet sich nun hier mittlerweile von dem Tech Tree Tiger 2 zu diesem Premium Tiger 2 auf Tier 7. Nichtsdestotrotz bekommen wir hier, und das sehen wir natürlich in dieser Runde, wo wir Top-Tier sind, auch sehr, sehr gut, ein Fahrzeug, das durchaus Schaden bouncen kann. Also wenn man vertraut ist mit Anwinkeln bei deutschen Fahrzeugen und nicht unbedingt vielleicht die Unterwanne oder die Turmseite zum Gegner zeigt, dann kann dieses Fahrzeug in Top-Tier oder auch in Tier 7 Only-Gefechten durchaus in der Lage sein, richtig massiven Schaden zu bouncen. Und selbst gegen Achter, wenn man nicht gerade gegen die High-Pen-Fahrzeuge antreten muss,
ist er durchaus in der Lage, Schaden zu bouncen. Und das ist aber auch seine Krux, die er mitbringt. Und das ist auch das Thema, welches wir aktuell auch bei den italienischen Jagdpanzern wiedersehen, dass halt Panzerung an für sich insofern problematisch ist, da sie halt, wenn man Low-Tier ist, nichts wert ist. Und das macht es halt bei solchen Fahrzeugen, die jedenfalls teilweise über ihre Panzerung ihre Leistungsfähigkeit erzielen, relativ schwierig, wenn sie halt Low-Tier sind. Aber in so einem Setup wie hier ist der King Tiger durchaus in der Lage, Schaden zu bouncen. Und das sehen wir ja auch hier in dieser Runde. Ansonsten, ja, der vergessene Tiger. Man sieht ihn halt relativ selten auf dem Schlachtfeld, das habe ich ja schon gesagt. Er ist nicht das überragendste Fahrzeug. Ein 240er Alpha im 7er Heavy-Bereich ist halt trading-technisch tatsächlich auch ein bisschen schwierig. DPM-technisch liegt er auch noch nur knapp über der DPM vom Tiger P, was natürlich nicht wirklich überragend ist. Mittlerweile vom T29 sind wir auch ein bisschen besser. Das liegt einfach am Nerf des T29. Die Kanone ist aber richtig gut. Die Grundgenauigkeit kann sich für den Heavy Tank durchaus sehen lassen, auch wenn Tiger 1 und Tiger P da besser sind. Die Softsets sind auch nicht die überragendsten, aber für den Heavy Tank durchaus in Ordnung. Aber wie gesagt, Genauigkeit, Einzelzeit für den Heavy Tank auf der Tierstufe kann ich durchaus mit Leben. Mobilitätstechnisch wird es halt schwierig. Das Leistungsgewicht ist nicht wirklich gut, das merkt man dem Fahrzeug auch an. Die Drehfreudigkeiten sind ähnlich schwierig und da kommen wir halt an den Punkt, dass das Fahrzeug sehr, sehr primär über seine Panzerung kommt. Das sehen wir halt hier in dieser Runde wirklich massiv. Aber das ist halt, irgendwann ist dann mal genug, ne? Genug ist genug und man kann nicht alles mit Panzerung machen und dementsprechend krankt es halt dann hier bei diesem King Tiger, vor allem wie angesprochen, wenn man gegen High-Pen-Fahrzeuge, sei es nun auf der gleichen oder auf höheren Tierstufen, antreten muss. Trotzdem ist es halt wie angesprochen sehr spannend, dass dieses Fahrzeug so völlig unter dem Radar fliegt. Man sieht ihn wie gesagt recht selten, liegt aber auch daran, dass er nicht wirklich oft verfügbar war. Und dementsprechend anscheinend auch nicht sehr oft auf den Accounts verbreitet ist. Und dazu kommt dann vermutlich noch, dass er halt nicht sehr, sehr häufig gefahren wird. Aber in so einem Setup wie hier, auf jeden Fall ein sehr spannendes und sehr gut spielbares Fahrzeug, wie ihr seht. Wir haben uns hier auf jeden Fall tapfer geschlagen, auch wenn insgesamt unser Team hier leider, leider daraus keinen wirklichen Nutzen ziehen konnte. Wir bekommen das Panzerass. Wir bekommen Großkaliber. Wir bekommen das Panzerass, trotz dass wir verloren haben. Durch das Großkaliber bekommen wir halt tapfere Gegenwehr. Wir machen im Loose Match 4161 Schadenspunkte, 2 Kills, 947 Base. Darauf kommt dann durch tapfere Gegenwehr die Differenz noch an Erfahrungspunkten, als wenn es ein Sieg ist. Wie viel das ist, werden wir gleich sehen. Wir sehen aber auch, ja, wir waren Top-Tier. Unser Tier 6 Jagdpanzer, Premium-Jagdpanzer macht ja noch eine einigermaßen gute Runde. Ansonsten ist hier keiner wirklich erwähnenswert. Der 85M mit einer durchschnittlichen Schadensrunde, alle anderen dürfen hier tatsächlich mal zurück in die Garage gehen und überlegen, was sie hier falsch gemacht haben. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5 Fahrzeuge ohne Schaden, zumal der IS-2, der da hinten rumgestanden hat auf den TD-Positionen, ja, ihr seht es, absolut nutzlos war. Soll aber hier nicht um das Team gehen, sondern halt wie gesagt um den vergessenen King Tiger und nicht Kind Tiger, den ich, oh Gott, oh Herr, du ihn schreiben, es ist Wochenende, reden wir nicht drüber. Wir bouncen nochmal mehr Schaden, als wir selber machen, 4450, 780 Spotting, also insgesamt eine wirklich starke Runde. Wir kommen nochmal zu den Erfahrungspunkten. 947 plus die Differenz, 520 ergibt also eine effektive Base-XP-Wert von 1467 und das ist schon
eine richtig gute Runde. Auch collets-technisch hat es sich hier gelohnt. Wir mussten zwischendurch kurz mal auf die APCA zurückgreifen. Aber grundsätzlich sind die Durchschlagswerte des King Tiger Captures ähnlich wie auf dem Tiger 1 für die Tierstufe verdammt gut. Da braucht man also relativ selten Premium-Munition. Zumindest, wenn man gegen 6er, 5er oder 7er kämpfen muss. Dementsprechend 85.000 Credits aus der Runde rausbekommen. King Tiger Captured, nicht Kind Tiger Captured. Der vergessene Tiger, geht es euch genauso? Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare, wenn ja oder halt auch wenn nicht. Lasst mir gerne mal eure Meinung zum Fahrzeug da, wenn ihr es in der Garage habt und hofft ihr drauf, dass er vielleicht demnächst mal in irgendeiner Form wieder angeboten wird. Auch das lasst mich gerne mal wissen. Wenn es euch gefallen hat, auch wie immer einen Daumen nach oben da lassen. Mein Dank geht raus an meine kleinen und großen Kanalunterstützer, namentlich genannt Game One Fan, Kulle, Gorwin, Cortano, Carbine und Yukon. Und wir sehen uns dann wieder zu einem der nächsten Videos. Macht's gut, ciao, ciao, euer Oher.